Wenn ich ein Vöglein wär und auch zwei Flügel hätt, flög ich zu dir. Weil's aber nicht kann sein, weil's aber nicht kann sein, bleib ich all hier. Herzlich willkommen hier quasi bei mir daheim, ne? Also Outdoor diesmal, im Brucker Moos, hinter mir der Alxinger Berg mit Alxing oben drauf. Aber beim Spazierengehen ist mir gerade was eingefallen, und zwar ein Gespräch mit einem Business Trainer, das ich vor 3 Jahren hatte oder so. Und das war ein sehr schlauer Mann, und der hat zu mir gesagt, Gaston hat gesagt, du musst wirklich zielgerichtet arbeiten. Du brauchst konkrete Ziele mit konkreten Daten und messbarem Output. Also sowas wie am 22. April 2021 habe ich die Anzahl meines Channels verdoppelt. Also dann sind es dann... festgelegt. Weil sonst, hat er gesagt, sonst machst du es nämlich wie der Christopher Columbus. Hä? Habe ich mir gedacht. Und er hat gesagt, ja, weil der hatte zwar schon ein Ziel, aber er hat es nicht erreicht. Ja, weil der wollte ja Indien finden. Nicht? Und rein von der Zielerfüllung, totale Niederlage, totales Scheitern, weil da war halt, der ist nie in Indien angekommen, der Mann. Ne? Jetzt habe ich mir gedacht, ja, aber in Amerika, und weil das lag da so im Weg. Und jetzt hätte er sich auch ärgern können, habe ich mir gedacht, der Christopher. Und man hätte sagen können, ja, blöd, jetzt fahr wieder heim, weil Indien habe ich nicht gefunden, so ein Scheißdreck. Gut, jetzt. Er hat es ja nicht gemerkt, dass er es nicht gefunden hat, Indien. Also das war sozusagen ein doppelter Fehler. Er hat das Falsche gefunden und hat dann gedacht, es ist das Richtige. Blöd. Aber ich habe damals schon so ein bisschen gezweifelt, und gerade eben ist mir wieder so durch den Kopf gekommen. Diese Christopher Columbus-Strategie, die man nicht machen soll. Und ich schon gar nicht. Aber ich habe gemerkt, ich mache das dauernd. Also zum Beispiel, ich wollte mal eine Zaubernummer kreieren, Comedy und von der Tricktechnik her Manipulation, also Sachen, die man eigentlich nur zu Musik vorführt. Und ich wollte 2 Sachen machen. Ich wollte herausfinden, kann man diese Manipulationszauberkunst auch mit Sprache vorführen, erstens. Und zweitens, kann man in einem Comedy-Act einen Moment einbauen, wo es wirklich richtig Tragödie wird, und dann wird es wieder Comedy. Das war mein Ziel. Gefunden auf dem Weg habe ich dann meinen Titel als Weltmeister 2006 im Zaubern in Stockholm. Oder ich wollte mal rausfinden, kann ich eine Frau wirklich authentisch spielen? Geht denn das überhaupt so als Typ? Rausgekommen ist, ich bin jetzt Speaker und war sogar Chair, also Regisseur, vom Nationalen Kongress der deutschen Redner. Das heißt, ich bin ganz oft, bin ich nach da gelaufen und habe da hinten was Tolles gefunden. Das heißt, ich bin eigentlich der lebende Nachfahre von Christopher Columbus. Und ganz ehrlich, so schlecht bin ich bisher nicht gefahren. Man muss, wenn man das macht, muss man aber 2 Sachen mitbringen. Das eine ist, die Augen offen halten, auch wenn ich das Ziel nicht erreiche, dass ich vielleicht was anderes finden könnte. Und dafür muss ich manchmal das Tempo ein bisschen runternehmen. Das Ziel ist, im Oktober 21 machen wir ein Konzert. Also die Jacqueline. Aber ich bin da irgendwie halt mit dabei. Im Sinne von Geschenken, die auf dem Wege liegen. Krasse Scheiße! Ich habe so viele tolle Leute kennengelernt. Das ist der wilde Wahnsinn. Und vielleicht lernen wir uns auch kennen. Vielleicht singen wir zusammen, vielleicht zaubern wir zusammen. Vielleicht erfinden wir Geschichten oder wir arbeiten an Vorträgen, damit die Welt ein bisschen lustiger wird und ein bisschen bunter. Vielleicht machen wir das. Ich fände es super geil. Ja? Bis bald, euer Christopher Columbus.
Wenn ich ein Vöglein wär und auch zwei Flügel hätt, flög ich zu dir.